Willkommen zu meinem letzten Video vor Weihnachten. Heute geht es um das Thema Geld sparen. Im letzten Jahr kursierten ganz viel auf Instagram diese Sparpläne. Habt ihr vielleicht auch gesehen? Und zwar in jeder Woche hat man den Wert der Woche an Geld gespart. Also in Woche 1 1 Euro, in Woche 10 10 Euro und in Woche 50 50 Euro. An sich fand ich das Prinzip nicht schlecht. Das Problem war nur, dass natürlich am Ende des Jahres unglaublich hohe Summen zusammenkamen. Also im Dezember waren es dann halt ungefähr 200 Euro, weil man jede Woche um die 50 Euro weglegen musste. Und wer kann das schon, gerade im Dezember, wo man Weihnachtsgeschenke kauft und sowas? Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich fand die Grundidee sehr, sehr gut, aber ich hätte es halt nicht durchziehen können, weil ich das Geld Ende Dezember und auch schon im Oktober und November wäre es sehr, sehr schwierig geworden. Jetzt habe ich durch Zufall im Laufe dieses Jahres einen ähnlichen Sparplan gefunden, aber halt besser aufgegliedert. Und zwar ist es da so gemacht, dass man nicht mehr als 35 Euro pro Woche spart. Es geht halt los, in Woche 1 sparst du halt 1 Euro, in Woche 10 10 Euro. Und dann geht es weiter, dass man in Woche 11 15 Euro, in Woche 12 20 Euro und so steigert sich das Schritt für Schritt um 5 Euro. Dann bleibt es mal ein ganz paar Wochen lang bei 25 Euro die Woche. Das heißt, das wären dann nicht mehr als 100 Euro im Monat. Das ist in Ordnung, finde ich. Und dann hat man halt relativ lang, dass man 35 Euro spart, dann geht man wieder zurück. Dann wird es wieder rückläufig. Also ab der 32. Woche geht man dann zurück auf 30, auf 25, sodass man dann quasi im Dezember, so wie im Januar, wieder den wenigsten Betrag auf den Monat gerechnet anspart. Das finde ich halt wirklich super praktisch. Im Januar fände ich es jetzt nicht so schlimm, viel Geld anzusparen, aber gerade November und Dezember würde mir persönlich sehr schwer fallen. Deswegen fand ich diesen Sparplan richtig gut und so hat man dann am Ende 1.000 Euro. Ich verlinke euch unten in der Infobox, wie das läuft, also in welcher Woche man wie viel Euro zurücklegen muss. Und wir werden das im nächsten Jahr so machen. Wir haben ein großes Glas, das haben wir damals gravieren lassen. Da stehen Manus und meine Namen drauf und unser Hochzeitsdatum ist super schön. Und ich habe mich extra für so ein großes Glas entschieden, weil mit Scheinen, also wenn man 35 Euro die Woche anspart, wird man ja viel Scheine reinlegen. Das finde ich in Sparschwein immer ein bisschen blöd. Und wir werden das auch zu zweit machen. Also wir werden uns das aufteilen, sodass am Ende jeder von uns 500 Euro in diesem Jahr anspart. Und wir machen das einfach zu zweit. Ich werde dann an dieses Glas noch einen Zettel dran kleben, wo halt die Wochen stehen und wie viel Euro in der jeweiligen Woche angespart werden muss. Und dann ist jeder halt alle zwei Wochen ungefähr dran. Da werden die Namen hingeschrieben und dann kann man Häkchen setzen, wenn man es reingetan hat. Das fand ich ganz praktisch. Und wichtig ist immer, wenn ihr sowas macht, dass ihr ein Ziel habt. Denn sonst verliert ihr irgendwann die Lust, nehmt dann doch mal Geld daraus, weil ihr es gerade dringend nötig habt und tut es dann nicht wieder zurück oder so. Das solltet ihr auf keinen Fall tun. Also dieses Geld sollte wirklich safe sein. Ich finde aber, wenn man ein Ziel dann hat, was man mit dem Geld machen möchte, ist die Motivation viel, viel höher und dann macht es viel mehr Spaß. Und bei uns wird es so sein, wir werden also über das Jahr 2017 1.000 Euro zusammensparen. Und im April 2018 sind wir dann 5 Jahre verheiratet und das möchten wir gerne so ein bisschen feiern. Und das heißt, dass wir das erste Mal ohne die Kinder, seit wir Kinder haben, für mehrere Tage wegfahren werden. Also ungefähr 4 Tage haben wir gedacht. Die Kinder sind dann zu der Zeit bei Manus Eltern und wir werden in diesen 4 Tagen unsere 1.000 angesparten Euro verprassen. Also wir werden das nicht irgendwie so sinnlos ausgeben für eine Anzahlung für eine neue Couch oder keine Ahnung was, sondern wir wollen wirklich von dem Geld dann auch was erleben. Und in 4 Tagen kann man für 1.000 Euro schon was richtig Geiles auf die Beine stellen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und das ist unsere Motivation, das ist unser Ziel. Wie gesagt, es wären nie mehr als 100 Euro im Monat. Das heißt für jeden von uns nur 50 Euro im Monat. Das ist absolut machbar. Und wir geben es ja dann als Paar auch wieder aus. Also da freue ich mich mega drauf. Das ist meine Motivation, das ist mein Plan, mein Ziel für 2017. Ich hoffe, wir ziehen das so durch. Wie gesagt, den Plan findet ihr unten in der Infobox, wie man das erspart. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das in den Kommentaren wissen lasst. Schreibt einfach, dass ihr da auch Bock drauf habt und vielleicht schreibt ihr mir auch, was euer Ziel ist, eure Motivation, was ihr mit dem Geld dann im Jahr 2018 tun wollt. Ja, das war's jetzt schon. Morgen ist schon Weihnachten. Da kommt nochmal ein klitzekleines Video von mir. Wir sehen uns also morgen nochmal.
Das war auch mein letztes Video im Sixmas Adventskalender. Ich hoffe, ihr habt jedes Video gesehen von allen Leuten. Es waren immer tolle, tolle Sachen, ganz bunt gemischt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss!